بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Der Prophet عليه الصلاة والسلام hat die erste Botschaft bekommen. Ist dem Engel Jibril in der Höhle Hira auf dem Berg des Lichts auf Jabal al-Nur begegnet und hat die ersten fünf Verse der Sura Al-Alaq offenbart bekommen. Er wurde gepackt bis in die Erschöpfung, packte dreimal und dann bekam er die Offenbarung. Der Engel hat kein Vorwort gehabt, kein Nachwort, keine Anweisung, kein Nichts. Man muss sich das jetzt mal vorstellen. Man muss sich in diese Lage versetzen. Da kommt jemand mit unheimlicher Kraft, packt dich mitten im Gebirge, wo keiner hinkommt, mitten im Gebirge und offenbart Worte, wo der Prophet alaihi salatu wassalam merkt, das sind Worte, die kein Mensch sagen kann. Aber er sagt nicht zu ihm, du bist jetzt ein Prophet, du musst jetzt dieses und jenes tun. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Weil darüber denkt man meistens überhaupt nicht nach. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Keine Anweisung, kein Vorwort, kein Vorstellen, kein ich bin der Engel, ich bin von Allah gesandt, um dir die erste Botschaft zu geben, dieses und jenes, nein. Sondern ein völlig untypisches Treffen. Warum? Nun, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Inshallah. Oder da will ich später drauf eingehen. Auf jeden Fall, wir sehen jetzt die Reaktion des Propheten. Er ist geschockt. Bukhari überliefert, dass er Rau hatte. Geschockt war. Er hatte einen Schock. Und er ging runter zu Khadija. Es wird auch gesagt, er ist gelaufen. Kam zu Khadija und sagte, Semmiluni, Semmiluni. Hüll mich ein, hülle mich ein. Und er hüllte sie ein. Es wird in der Überlieferung auch überliefert, dass sein Herz am Pochen war. Sie hüllte ihn ein. Und dann kommt, bis der Ru'a, also bis der Schock von ihm wegging, nach der Zeit. Hier müssen wir erstmal stehen bleiben. Wir haben gesagt, dass Aisha radiallahu anha diese Überlieferung überliefert. Das ist der Hadith Nummer 3 in Sahih al-Bukhari. Und Aisha hat zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gelebt. Das beweist erstens, dass der Prophet alaihi salatu mit seiner Frau Aisha eine innige Beziehung hatte und daran interessiert war, dass sie die Botschaften weitergibt und deswegen war sie auch eine der Überlieferer, die die meisten Überlieferungen überliefert hat. 2210 Überlieferungen. Mehr hat nur Abu Huraira an erster Stelle mit 5374, Ibn Umar und Anas ibn Malik mit 2286 Hadithen. Ja? Dann kommt Aisha. Aber noch etwas anderes beweist das. Wenn der Prophet ein Scharlatan gewesen wäre, so wie es die christlichen Missionare behaupten, so wie es die Juden behaupten, beziehungsweise die meisten Juden, und so wie es die Orientalisten behaupten, hätte er niemals diese Geschichte erzählt. Jemand, der sich selber erhöhen will, wird nicht zu seiner Ehefrau, Jahre nachdem es passiert ist, nachdem es schon jeder vergessen hat, wo keiner dabei gewesen ist, wird er niemals erzählen, dass er einen Schock hatte und dass er Angst hatte. Und dann sagt er noch danach, und das wird auch im Bukhari überliefert, Inni khashitu ala nafsi. Ich hatte Angst um mich selber. Jetzt ist die Frage, warum Angst, warum einhüllen? Es wird nicht genau gesagt, warum. Und eine Weisheit dahinter könnte liegen, dass wir danach sinnen und danach forschen, warum er Angst hatte. Eine Interpretation davon ist, er hatte Angst, sein Leben zu verlieren. Weil dieser Engel, weil der Engel Jibril a.s. so viel Kraft hatte. Eine andere Interpretation ist, diese Verantwortung, was jetzt kommt, dass er das gespürt hat, ja, dass es nicht nur gemeint ist, er hatte das, sondern dass er
Angst hatte, dass er jetzt hier eine riesengroße Verantwortung auf sich nimmt. Und dass er die Worte des Korans offenbart bekommen hat. Und Allah sagt im Koran, dass er, wenn er ihn auf einen Berg herabgesandt hätte, in Sura 59, dass man den Berg demütig vor Allah gesehen hätte. Inna sanulki alayka qawlan thaqil, wir werden auf dich ein schweres Wort werfen. Und hier ist etwas, was mein Sheikh Abu Saq al-Hawaini einmal zu mir gesagt hat, als Nasiha, und das gebe ich jedem mit, der zu Allah rufen will, der diese Botschaft verbreiten will. Er sagte zu mir, ja, Abu Hamza, udu ila Allah ka'anna al-Qur'an unzil alayk. Rufe zu Allah, als wenn der Koran zu dir herabgesandt worden wäre. Und das sollte man denken, und dann sollte man sich an diese Geschichte denken, welche Verantwortung der Prophet a.s. genommen hat. Das andere ist, er muss jetzt rauskriegen, was seine Aufgabe ist. Ja, er weiß, hier sind wundersame Worte auf ihn offenbart worden. Aber keiner hat sich angekündigt, es wurde ihm keine Aufgabe gegeben, es wurde nicht gesagt, verkünde jetzt die Worte, gehe damit da und dahin, mache die. Das wurde bei der zweiten Offenbarung offenbart, wo gesagt wird, ja, eyu al-mudathir, kum fa'anwir, oh du Eingehüllter, steh auf und warne. Die kam aber erst später, die war noch nicht da. Das war jetzt, dass der Prophet a.s. wird selber im Koran beschrieben als jemand, der vorher davon nichts wusste. So, das war jetzt sein einziges Wissen war, konnte sein, ja, ich habe jetzt wundersame Worte empfangen auf eine wundersame Art und Weise. Und was kommt jetzt? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm nicht direkt eine Anweisung gegeben? Warum hat Jibril a.s. ihm nicht direkt gesagt, A, B, C, D, E, du hast dieses und jenes zu tun? Ja? Und jetzt kommt der nächste Schritt. Er sagt, inni khashitu ala nafsi. Dann sagt Khadija, kalla wallahi, ma yughzika Allahu abada. Nein, bei Allah, er wird dich niemals in Schande stürzen. Warum? Fünf Eigenschaften werden jetzt genannt. Und mit diesen, und der Prophet erzählt diese Worte weiter, sodass sie zu uns kommen. Das heißt, er erzählt diese Worte, die Khadija zu ihm gesagt hat, weiter, damit sie zu uns kommen. Kalla wallahi ma yughzika Allahu abada, innaka la tasilu rahim. Wahrlich, du verbindest die Verwandtschaftsbande. Das heißt, was die Verwandten angeht, du versuchst, die zusammenzubringen. Und du trägst den, der schwach ist. Und du versorgst den, der mittellos ist. Und du bist gastfreundlich, oder du gibst dem Gast. Und da gibt es verschiedene Interpretationen, was das genau heißt. Nawa'ib al-Haq, da wird auch gesagt, jemand, der von einer Katastrophe getroffen wird, dass du ihm hilfst, im Richtigen. Ja? Oder jemand, der auf Recht ist, dass du demjenigen, der auf dem Recht ist, dass du ihm hilfst. Diese Eigenschaften sind dazu da. Und natürlich, der Prophet a.s. sagt, was Khadija gesagt hat. Und wäre das falsch, was Khadija gesagt hat, dann hätte er selbstverständlich gesagt, ja, aber Khadija hat sich mit dieser und jener Sache vertan. Aber gibt uns diese Woche weiter. Was sagt uns das? Wenn wir wollen, dass Allah uns unterstützt, lasst uns die Verwandtschaftsbande pflegen. Lasst uns den Schwachen helfen. Lasst uns den Mittellosen helfen. Lasst uns für die Gerechtigkeit einstehen und den Gast ehren. Das sind fünf wichtige Eigenschaften, die schon im ersten Moment praktisch mitgegeben worden sind. Und jetzt sehen wir etwas anderes. Khadija, man sieht die Intelligenz von Khadija. Das ist eine Frau, die ist nicht umsonst gewählt worden, dass sie auf diese Worte kommt. Ja? Dann sieht man ihre Solidarität. Das heißt, nach 15 Jahren Ehe
Sie hat so eine Solidarität mit ihm. Sie ist jetzt seit 15 Jahren mit ihm verheiratet und sie hat nur diese Eigenschaften gesehen. Die ist sofort überzeugt von ihm und sie ist die Erste, die an ihn geglaubt hat. Ja? Dann diese Eigenschaften, wie ich schon gesagt habe. Ja, diese Eigenschaften, wie ich schon gesagt habe. Und wie sie ihn unterstützt hat. Und jetzt muss man etwas erwähnen. Khadija gehört zu den besten Frauen, die jemals diesen Planeten betreten haben. Maryam bint Imran, Khadija bint Khuwaylid, ja, Fatima bint Muhammad und Asiya bint Musayyib. Das sind die vier, die den Iman vervollständigt haben von Frauen. Warum? Hier, das ist die Antwort. Nicht, weil sie irgendwie in die Olympiade gewonnen hat, sondern weil sie einen Propheten unterstützt hat. Nicht nur finanziell, sondern auch mit dieser Art von Unterstützung, mit dieser Hilfe. Und deswegen sollte jede Schwester da draußen, die einen Mann hat, der zu Allah ruft, die einen Mann hat, der Wissen lernen will von dieser Religion, sollte sie ihn unterstützen. Und jede Schwester sollte froh sein, wenn sie einen Mann hat, der diesen Weg der Propheten geht. Denn wenn sie ihn unterstützt, tritt sie gleichzeitig in die Fußstapfen von Khadija radiallahu anha. Was macht sie nun? Jetzt kommt der nächste intelligente Schritt von Khadija. Sie nimmt den Propheten mit zu ihrem Cousin, Ibn Am. Das heißt, der Sohn von dem Bruder von ihrem Vater. Sie geht mit ihm zu ihm, Warraq ibn Nawfil. Und im Bukhari wird überliefert, dass Warraq ibn Nawfil Christ geworden ist und ein Injil auf Hebräisch gelesen hat. Sehr interessant, was man dort liest. Denn wir wissen, dass die ältesten Manuskripte des Evangeliums, das die Christen benutzen, Hebräisch ist. Das Evangelium von Markus, Matthäus, die Evangelien von Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Aber er hat ein Hebräisches. Und er konnte Hebräisch und hat Hebräisch gelernt und er ist schon sehr alt und blind geworden. Worauf deutet das hin? Das deutet darauf hin, dass er eine andere Bibel hatte, beziehungsweise ein anderes Evangelium hatte, als das, was heute kursiert. Und deswegen auch sofort an ihn geglaubt hat. Die Geschichte wird ihm erzählt. Dann sagt Warraq ibn Nawfil, هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. Dies ist ein Namus, und das heißt, das ist der Gesandte, der das Geheimnis bewahrt. Das ist die Interpretation von diesem Wort Namus. Den Allah auf Musa herabgesandt hat. Hier kommt die erste Frage. Warum sagt er nicht auf Isa? Warum sagt er ausgerechnet auf Musa? Und es könnte durchaus möglich sein, dass dies daran liegt, dass es im Alten Testament eine Voraussage gibt, und die ist heute noch zu finden in der verfälschten Bibel, weil sie konnten nicht alles verfälschen, die haargenau auf Mohammed passt. Nämlich in Deuteronomium 18, Vers 18. Dort steht, dass Allah, dass Gott zu Moses gesagt hat, ein Propheten wie dich, also wie dich Moses, will ich ihn mitten unter ihren Brüdern erstehen lassen. Ein Propheten wie dich. Wenn wir jetzt schauen, wer sich mehr ähnelt, wer hiermit gemeint sein kann. Es gibt keinen Propheten, der Moses so ähnlich ist wie der Prophet Mohammed a.s. Die Christen meinen hiermit der Isa gemeint, aber Mohammed und Musa, Moses, sind sich viel ähnlicher. Beispielsweise. Ich zähle jetzt hier die Gemeinsamkeiten auf, okay? Die Gemeinsamkeiten auf, wo Moses und Mohammed gleich sind und Isa nicht. Hier. Erstens, Moses und Mohammed wurden von ihrem Volk angenommen, Jesus wurde allgemein abgelehnt. Punkt 1. Moses ähnelt Mohammed, ähnelt aber nicht Jesus. Zweitens,
Sie waren nicht nur religiöse Führer, sondern auch politische Führer. Moses und Mohammed waren auch politische Führer, Jesus nicht. Das heißt, Mohammed ähnelt hier wieder Moses mehr als Jesus. Kriege haben sie geführt. Moses und Mohammed oder Musa und Mohammed, Frieden und Segen mit ihm, haben Kriege geführt. Jesus nicht, also sind sie sich wieder ähnlicher. Ja? Dann, ihr Körper ist auf der Erde beerdigt, bei Moses und Mohammed. Jesus, sein Körper, ist in den Himmel aufgezogen worden, er wird vor dem jüngsten Tag zurückkommen. Mose und Mohammed waren verheiratet, Jesus war nicht verheiratet. Ja. Dann, Moses und Mohammed hatten zwei Elternteile, Jesus hatte nur einen Elternteil. Dann, Geburt, Mose und Mohammed hatten eine relativ normale Geburt und Jesus hatte dementsprechend, natürlich, da er nur keinen Vater hatte, eine andere Art von Geburt. Dann, militärischer Führer, Mose und Mohammed waren auch militärische Führer, Jesus nicht. Dann, Todesstrafe durchgeführt. Mose und Mohammed haben Todesstrafen durchgeführt, Jesus nicht. Ja. Das heißt, 11 Dinge, wo sie sich ähnlich sind und wo, das heißt, wo Mose und Mohammed Ähnlichkeit besitzen und Jesus keine Ähnlichkeit mit Moses besitzt. Das heißt, hier kann nur, das passt haargenau auf den Propheten Mohammed a.s. dazu. Und dann geht es weiter. Mitten unter ihren Brüdern erstehen lassen. Unter ihren Brüdern. Wer ist mit ihr gemeint? Die Kinder Israels, also Israel. Wer sind die Brüder der Israeliten? Jesus gehört zu Benu Israel. Er gehört zu den Nachkommen von Ishak, der auch Israel genannt wird. Ein Prophet des allmächtigen Gottes. Der Sohn von Ibrahim, von Abraham, a.s. Isaak in Deutsch. Und der andere Sohn ist Ismael. Und Ismael ist der Bruder von Ishak und ist der Stammvater der Araber. Das heißt, ein Propheten aus der Mitte der Araber. Dann, ich werde ihm meine Worte in den Mund legen. Genauso ist es gekommen bei der Offenbarung mit dem Propheten Mohammed. Die Worte sind ihm in den Mund gelegt worden. Das ist der Koran, Kalamullah. Drittens, und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm auftrage. Im Koran steht, dass Allah sagt in Surah 5, Vers 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich eure Religion vervollständigt. Und der Prophet sagte, es gibt nichts, was euch Allah näher bringt, was ich euch nicht gezeigt habe. Und es gibt nichts, was euch von Allah entfernt, ja, was ich euch nicht verboten habe. Das heißt, er hat alles gezeigt. Jesus hat nach Johannesevangelium 16,12 gesagt, ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Das heißt, diese Offenbarung kann nicht auf Jesus bestimmt sein. So, und jetzt kommt noch etwas anderes, was das beweist. In Deuteronomium 34, Vers 10 steht, niemals wieder ist in Israel ein Prophet wie Mose aufgetreten. Da aber Isa in Israel aufgetreten ist, kann er nicht der Prophet aus Deuteronomium 18, Vers 18 sein. Und es kann gut sein, dass Waraq ibn Nawfal, wallahu alam, weil er ein Gelehrter war der hebräischen Schriften, dass er wusste, ja, dass mit Mohammed, der in der letzten Zeit kommt, und Waraq ibn Nawfal war dementsprechend der erste Gläubige an den Propheten von den Männern. Ja? Nur er wurde noch nicht beauftragt, die Schäder zu sagen, aber er hat an das geglaubt, was er glauben musste. Und der Prophet a.s. sagt auch, dass er ihn im Paradies gesehen hat. Oder dass er ins Paradies kommt. So, das heißt, er sagt zu ihm, هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. Jetzt sagt er etwas Wichtiges. Ja leitani fiha jadan. Wäre ich doch nur jung. Warum? Jetzt hört genau zu. Das ist eine ganz wichtige Botschaft für jeden Mensch, der behauptet, an den Propheten a.s. zu glauben. Hier. Dieser Mann, Waraq ibn Nawfal, hat gerade nur einige Worte gehört. Und was sagt er? Wäre ich doch nur jung. Leitani akunu hayyan ith yukhrijuka qaumuk. Würde ich doch nur leben, ich wünschte, ich würde leben, wenn dein Volk dich vertreibt. Er sagt jetzt,
Er hat diese Geschichte gerade gehört. Was hat er gerade gehört? Er hat gerade gehört von der Geschichte in der Höhle, dass der Engel Jibril gekommen ist, die Botschaft gebracht hat und jetzt sagt er, dein Volk wird dich vertreiben. Das ist die Frage, warum sagt er das? Wie kommt er darauf? Hat er eine Voraussage davon im Alten Testament gefunden, dass das passieren wird oder warum? Die Antwort kommt jetzt. Dann sagt der Prophet zu ihm, Amuchrijiahum, werden sie mich vertreiben? Werden sie mich hier aus Mekka rauswerfen? Warum sagt er das? Warum ist er so verwundert? Er ist so verwundert, weil er der Beliebteste ist. Er ist so beliebt und jetzt wollen sie ihn vertreiben. Wie kann das sein, dass sie ihn vertreiben wollen? Von Benu Hashim, derjenige, der 5 Jahre davor noch die Ehre hatte, wo fast ein Krieg, ein Bürgerkrieg ausgebrochen wäre, den schwarzen Stein an die richtige Stelle zu stellen. Und jetzt sagt ihm Waraka ben Nawfal, der blind ist, der alt ist, der die Schriften kennt, sie werden dich vertreiben. Amuchrijiahum, werden sie mich vertreiben? Und das ist so wie dieses Amuchrijiahum, das ist so wie, werden die mich vertreiben? So, werden die mich wirklich vertreiben? Im Arabischen, ja, man kann sagen, Ayuchrijunani, das ist so wie, vertreiben die mich? Aber Amuchrijiahum, das ist so wie, werden die mich wirklich vertreiben? So auf diese Art. Das zeigt so, dass das für ihn unglaublich ist, dass sie ihn vertreiben werden, weil er halt so beliebt ist. Das ist unvorstellbar. Er ist der Enkel von Abdul Muttalib, der Führer war. Und er ist sowas von beliebt. Er gilt als der Wahrhaftige, er gilt als der Ehrliche. Was sagt jetzt Waraka ben Nawfal? Jetzt hört genau zu. Sagt er jetzt, ja, vielleicht, eventuell, könnte sein, ich denke schon. Was sagt er? Er sagt, nein, ja, sie werden dich vertreiben. Und jetzt kommt die Begründung, warum sie ihn vertreiben werden. Was wird er jetzt sagen? Wird er jetzt sagen, ja, ich habe das gelesen, bei unseren Schriften steht, ein Prophet wird in Mekka kommen, der wird vertrieben werden? Nein. Er sagt etwas anderes. Lem ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'tabi illa udiya. Es kam noch nie ein Mann mit dem, womit du gekommen bist, außer dass er vertrieben wurde. Das heißt, die Propheten wurden alle bekämpft, das kennt er aus den Schriften, also wirst du auch bekämpft. Aber hier ist auch eine Botschaft an uns, eine sehr wichtige. Weil er hieß es einfach, ich habe gelesen, das wird mit dir passieren, dann passiert das ihm. Aber das bedeutet für uns, dass wenn wir diese Botschaft tragen, dass wir dann auch angefeindet werden. Es kam noch nie jemand mit einem Mann mit dieser Botschaft, außer dass er angefeindet wurde. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, der Prophet wird psychologisch auf das vorbereitet von Allah. Also Allah bestimmt, dass Waraka ben Nawfal ihn psychologisch vorbereitet auf das, was ihm passiert. Und deswegen müssen wir, wenn wir zu Allah einladen, unsere Geschwister auch darauf vorbereiten. Wir müssen sie darauf vorbereiten, was passiert. Und deswegen gehört es zu den schlimmsten Verbrechen, den Menschen einzureden, hätten wir es richtig gemacht, hätten wir auf die Gelehrten gehört, dann hätten wir keine Probleme bekommen. Wären wir weise gewesen. Sowas sagen Leute, die keine Ahnung vom Islam haben. Das ist ein Verbrechen, ist das. Allah bestimmt dies für den Propheten auf eine Art und Weise, eine goldene Regel, die für jeden Daya gilt. Wenn du die Botschaft des Propheten trägst, wirst du bekämpft werden, wirst du angefeindet werden. Und jetzt kommt die nächste Botschaft für jeden da draußen. Was Waraka ben Nawfal sagt, diese Worte sind wirklich so wertvoll. Waraka ben Nawfal sagt, وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ هَذَا أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا. Wenn ich diesen Tag erlebe, وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا. Und wenn
mich dieser Tag trifft, wenn ich diesen Tag erlebe, werde ich dir mit aller Macht beistehen. Ist das hier einfach nur eine Geschichte? Ist das einfach nur eine Geschichte, dass man das sich einfach mal anhört und genießt und ach ja, das war aber ein toller Typ gewesen? Nein, das ist eine Botschaft an dich, das ist eine Botschaft an uns. Das heißt, wir haben hier jemanden, der die Botschaft des Propheten trägt, der wegen dem Tragen der Botschaft bekämpft wird, weil das, wie Sheikh Uthaymin in Sharh Usul Thalath sagt, zur Natur des Menschen gehört, dass sie die, die zum Guten rufen, bekämpfen. Ja? Dass das normal ist, das ist etwas Normales. Ja, und wir haben Scharlatane, die dann behaupten, oh, das ist ein Zeichen, dass die Dawa falsch war. Ja? Er sagt dann, wenn er wünschte sich, dabei zu sein, er wünschte sich, jung zu sein, wenn sie ihn vertreiben, warum? Damit er ihm mit aller Macht beistehen kann. Das heißt, wenn heute jemand die Botschaft trägt und du kannst sie selber nicht tragen, dann solltest du den Wunsch haben, ihm mit aller Macht beistehen zu können, so wie du kannst. Und nicht den Wunsch haben, einfach nur gemütlich zu leben und in Ruhe gelassen zu werden. Das ist die Einstellung der Munafikun. Ja, wir wünschen uns keinen Schaden. Aber wir wünschen uns, uns für den Islam einsetzen zu können. Und die Einstellung der Munafikun ist, dass bei ihnen das gemütliche Leben an erster Stelle steht. Genau wie sie bei der Schlacht von Uhud laufen gegangen sind, bevor die Schlacht losging und dann am Ende über die, die gestorben sind und Schuhada geworden sind, gesagt haben, hätten sie auf uns gehört, dann wäre ihnen das nicht passiert. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht diese Einstellung haben, sondern die Einstellung haben von Warraq ibn Nawfal. Er wollte mit dem Propheten leiden, beziehungsweise er wollte da stehen, weil er weiß, welchen Lohn das für ihn hat. So. Und jetzt nochmal zurück zu dem, was ich eben gefragt habe. Warum wurde ihm nicht sofort eine Anweisung gegeben? Sondern warum wird er hier auf diese Art und Weise auf seine Aufgabe vorbereitet? Und kurz danach stirbt Warraq ibn Nawfal und es gibt erstmal keine Offenbarung. Ja? Warum? Hier ist auch eine Botschaft für alle, die zu Allah rufen. Nämlich, dadurch, dass das passiert ist, hat der Prophet Sehnsucht nach der Offenbarung gehabt und Sehnsucht nach der Dawa. Das heißt, die Dawa braucht jemanden, der die Dawa tragen will, der sich danach sehnt, der danach strebt, der danach sucht. Und so ist der Prophet nach Khadija gegangen, dann nach Warraq ibn Nawfal gegangen. Und nicht andersherum, ja, dass du gebeten werden musst, etwas zu tun, sondern du musst dafür brennen, diese Botschaft tragen zu wollen. Und einige Zeit später kam dann die zweite Offenbarung. Die zweite Offenbarung war, Ye ayyu al-mudathir, kum fa'andir. O du Eingehüllter, stehe auf und warne. Das heißt, es kamen 5 Verse und dann kam, stehe auf und warne. Was heißt das? Das ist die zweite Offenbarung. Das heißt, der Prophet hatte nur zu diesem Zeitpunkt ganz wenige Informationen gehabt. Und mit diesen wenigen Informationen sollte er warnen gehen. Und das hat er getan. Das heißt, heute, wir lernen und das, was wir wissen, geben wir weiter. Und dann lernen wir weiter und das, was wir neu gelernt haben, geben wir weiter. Und dann lernen wir weiter und weiter und weiter. Umso mehr wir lernen, umso mehr geben wir weiter. Und umso mehr wir weitergeben, umso mehr lernen wir, umso mehr bleibt auch bei uns hängen. Denn der Prophet sagte, مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمِ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ كَمَثَلِ الَّذِي يَقْنِزُ الْكَنْزَ ثُمَّ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ. Das Beispiel von dem, der Wissen lernt und es nicht weitererzählt, ist das Beispiel von dem, der einen Schatz hat
und nicht davon spendet. Deswegen lasst uns gemeinsam diese Religion lernen, lehren, weitergeben.